Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute werde ich euch zeigen, wie ihr den Nanovirus löst ohne Gene. Der Knackpunkt hier ist, wir haben von der ersten Sekunde an eine Heilmittelforschung und daran scheitern die meisten, dass hier die Heilmittelforschung wirklich durchläuft, bevor ihr die Menschheit ausrottet. Und ich werde euch heute in dem Video zeigen, wie ihr das Ganze ohne Gene schafft. Wir gehen hier auf Normal, Sackjucken, standardmäßig und wir fangen an in China. Bevor wir jetzt irgendwas machen, werden wir reingehen und gleich bei den Symptomen die Schlafstörung aktivieren. Die kostet 0 Punkte. Die werden wir jetzt einfach mal draufklatschen und gehen dann über zum nächsten Breaking Point. Und der nächste Breaking Point, das wäre dann ein Punkt und damit gehen wir dann auf die Paranoia. So, den Punkt, den haben wir jetzt auch schon. Gehen auf die Paranoia. Und gehen hier auch gleich weiter auf die Anfälle mit 5 Punkte. Und ihr seht schon, wie gesagt, die Heilmittelforschung hat eingesetzt und die ist am Anfang auch sehr schnell. Das heißt, wir müssen im Endeffekt jetzt unseren Seuchentyp so vorbereiten, dass wir das Ganze ausbremsen können. Und zwar, wie gesagt, gehen wir hier auf die Anfälle und danach auf den Wahnsinn. Damit sind wir deutlich schwerer zu heilen für 7 DNA-Punkte. So, die haben wir jetzt auch zusammen, gehen auf den Wahnsinn, 7 DNA-Punkte und im nächsten Schritt für 11 Punkte gehen wir auf die Arzneimittelresistenz. Da wir ja dementsprechend auf die genetische Verhärtung kommen müssen und dann auch die Genumbildung freischalten müssen. So, die 11 Punkte haben wir jetzt zusammen. Wie gesagt, einmal Arzneimittelresistenz. Für die nächsten 4 Punkte gehen wir auf die genetische Verhärtung. So, die haben wir jetzt auch zusammen. Und werden das Ganze jetzt einmal laufen lassen. Die Genumbildung werden wir natürlich erst spät aktivieren. Das heißt, wir sammeln jetzt erstmal Punkte, bis wir bei ca. 90% der Heilmittelforschung sind. Und sobald wir die 90% erreicht haben, das geht hier allerdings am Anfang noch relativ schnell, werden wir hier einmal eine Genumbildung draufhauen, um den Heilmittelfortschritt dann entsprechend einmal zurückzusetzen. Wir müssen jetzt natürlich auch erstmal warten, bis sich unser Seuchentyp, also der Nanovirus, dann verbreitet. So, wir sind jetzt bei über 80%, wie gesagt, bei circa 90%. Werden wir hier einmal die Genumbildung draufhauen. Lassen wir noch kurz laufen. Jetzt sind wir bei 90%. Werden einmal die Genumbildung draufhauen. Und werden jetzt auch die genetische Verhärtung 2 mit reinnehmen, um die Forschungsgeschwindigkeit nochmal zu verringern. Für die Übertragung werden wir jetzt erstmal primär schauen, dass wir auf das Bio-Aerosol kommen. Das heißt, wir werden einmal die Luft mit reinnehmen, natürlich auch das Wasser. Nächste Breaking Point wären dann 18 Punkte, die haben wir aber auch relativ schnell zusammen und schauen, dass wir jetzt auf die 20 Punkte kommen. Denn mit dem Bio-Aerosol haben wir dann nachher eigentlich wenig Probleme mit den einzelnen Inseln und nach dem Bio-Aerosol werden wir jetzt natürlich auch noch schauen, dass wir hier noch ein bisschen Landübertragung hinbekommen und dann die Kälteresistenzen machen. Im nächsten Schritt, wie gehen wir weiter? Wie gesagt, wir haben jetzt das Bio-Aerosol weiterentwickelt. Dann gehen wir einmal hier auf das Insekt 1. Für 11 Punkte gehen wir auf Blut. Und haltet bitte immer die Heilmittelforschung im Auge.
Wie gesagt, bei 90%, die sollten wir jetzt dann auch wieder erreichen. Werden wir jetzt natürlich nochmal eine Genumbildung machen. Und zwar die zweite für 8 Punkte. Und im Übertrag können wir hier dann dementsprechend einmal den Viehbestand mit reinnehmen. Wir gehen dann jetzt für 18 Punkte dann auch noch auf die Ratten. Haben wir jetzt auch. Nehmen die Ratten mit rein. Und müssen jetzt mal schauen, dass wir die Kälteresistenz hochbekommen. Das heißt, der nächste Breaking Point sind 12 Punkte. Nehmen Kälte mit rein und natürlich auch, wenn die Punkte das schon zulassen, für 18 Punkte die Kälteresistenz 2. Und können mal schauen, nächster Breaking Point wären 11 Punkte für eine große Heilmittelforschungszurücksetzung. Das werdet ihr auch gleich sehen, wie das Ganze aussieht. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier hoch ansteckend. Auch hier wieder schauen bis 90% circa. Jetzt haben wir die 90%. Wir können jetzt auch mal schauen. Okay, außer Marokko haben wir jetzt alle Länder schon mit dabei. Wir werden jetzt einmal die Radikalelemente stabilisieren. Und im Übertrag gehen wir jetzt einmal auf die Vögel, um hier über Land noch ein bisschen was zu bekommen. Und in den Fähigkeiten nehmen wir die Arzneimittelresistenz 2 mit rein und dadurch schalten wir die Arzneimittelimmunität frei. Die nehmen wir jetzt auch mit rein und lassen das Ganze nochmal weiterlaufen. Jetzt müssen wir beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es kann natürlich sein, dass wir hier unten noch ein bisschen Probleme bekommen. Sollte das so sein, nehmen wir hier die Insekten 2 noch mit rein und eventuell Blut noch. Aber das sieht zumindest aktuell noch sehr gut aus. Wir sind auch von der Arzneimittelforschung relativ gut dabei. Ihr seht jetzt, das Ganze ist deutlich eingebremster. Wir töten natürlich schon. Allerdings dadurch, dass wir wirklich alle Länder bereits infiziert haben, es sind noch 8 Millionen Gesunde, sieht das sehr gut aus. So, wir haben jetzt alle Personen infiziert. Zurückbilden müsst ihr eigentlich nichts. Wir gehen jetzt in die Symptome rein, nehmen die Lähmung mit rein, nehmen das Koma mit rein, natürlich das totale Organversagen, gehen dann hier weiter mit der Immunsuppression, das Fieber und die Hautläsion auf die Nekrose. Das sind 36 Punkte, da fehlen jetzt noch 6 Punkte. Die werden wir aber auch gleich noch dazu bekommen, da jetzt die Sterberate deutlich erhöht wird. Jetzt haben wir die 36 Punkte drauf, klatschen das natürlich auch noch mit drauf und jetzt könnt ihr natürlich, je nachdem wie die Heilmittelforschung einsetzt, die sollte aber wie gesagt extrem ausgebremst sein, falls hier noch Bedarf besteht, einfach alles dazu nehmen, was noch in irgendeiner Form tödlich ist oder ihr lasst das Ganze einfach mutieren. Und ihr seht jetzt hier, das Ganze läuft rasend schnell durch, an der Heilmittelforschung tut sich so gut wie gar nichts mehr. Und wir sind jetzt dann auch durch. Wunderbar, 521 Tage. Heilmittelforschung war bei 74%. Lasst mich wissen, wie viele Tage ihr gebraucht habt. Schreibt das einfach unten in die Kommentare rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.